herzliches Willkommen auch von uns, allen Gästen. Ich möchte auch nochmal die Studierenden begrüßen, die mit uns zusammen diese Orte recherchiert haben, dieses Seminar belegt haben, das eben genauso ist wie unser Symposium heute, unsere Konferenz, und die mit vorbereitet haben. Und wir wollen als erstes mal einsteigen und ein bisschen eine Einführung in das Thema machen. Wie wir dazu kommen und warum wir das so interessant finden. Und was wir so interessant finden, das steckt in unserem Titel: Künstlerische Arbeitsformen als partizipative Planung. Zuerst mal das Thema: Wie kommen wir da drauf? Warum finden wir es interessant? Warum ist es vielleicht gerade ein wichtiges Thema? Das fängt ja meistens mit einem Problem an, und wir sehen so dieses Problem, dass es zwar Planungsverfahren gibt, die sehr demokratisch eigentlich sind, die auch eine gewisse Zeit dauern, damit sich Bürger, Anwohner beteiligen können, mitentscheiden können. Und dann, wenn so ein Projekt geplant wurde, abgestimmt wurde, demokratisch eigentlich legitimiert ist, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die Bagger kommen oder die Motorsägen, und dann gibt es ganz oft sozusagen einen entsetzten Aufschrei, was denn hier passiert. Und ein Beispiel hier aus München war 2013 der Josefsplatz, wo nach langer Abstimmung und Vorbereitung zurückgehend auf eine Anwohnerinitiative im Viertel eine Tiefgarage gebaut wurde, für die aber natürlich die dortige Grünanlage erstmal abgeholzt werden musste. Und man hatte so ein langes Verfahren gehabt, und zu dem Zeitpunkt, wo es dann losging, gab es sozusagen den Protest. Und die Politik hat das natürlich auch gemerkt und überlegt, wie kann man eigentlich darauf reagieren. Hier ist auch ein älterer Zeitungsausschnitt mit OB Reiter, damals noch OB-Kandidat. Aber hier ging es eben auch um diese Diskussionen, und er schlägt da vor, bei der Gestaltung öffentlicher Plätze in den einzelnen Stadtteilen soll es nach den Vorstellungen des SPD-Kandidaten keine Architekturwettbewerbe mehr geben. Stattdessen sollen die Anwohner stärker darüber mitentscheiden können. So sollen urbane Zentren entstehen. Ja, und unser Problem jetzt als Entwerfer ist natürlich, dass wir Werkzeuge haben wie diese Wettbewerbe, aber eben weniger Werkzeuge, wie denn so eine Beteiligung aussehen könnte, die dann eben auch so stattfindet, dass sie vorher bekannt wird, dass man sich beteiligen kann. Und das ist so das Problem, das uns zu unserem Forschungsansatz führt. Wir haben am Lehrstuhl, wie von Regine Keller erwähnt, dieses Forschungsfeld Intervention und Partizipation, wo wir uns anschauen wollen, wie andere Disziplinen mit einem ähnlichen Problem umgehen, nämlich hier die Kunst. Also die Fragestellung ist dabei eigentlich, inwieweit lassen sich künstlerische Arbeitsformen der Aktion, Installation und Interpretation als partizipative Planungswerkzeuge nutzen. Interessieren tun uns dabei diese Arbeitsformen Aktion, Installation, Intervention, weil sie entstanden so Anfang des letzten Jahrhunderts in der künstlerischen Avantgarde damit angefangen haben, die Kunst aus dem Atelier herauszuholen. Also die Trennung durchbrochen haben zwischen Kunstwerk auf der einen Seite, Künstler und Betrachter auf der anderen Seite, und herausgegangen sind aus den Ateliers und auch herausgegangen sind aus der Haltung, hier ist der Künstler und hier ist der Betrachter. Ich möchte es an ein paar Begriffen verdeutlichen, die wir in den Vorlesungen auch mal so ein bisschen versuchen näher zu bringen und näher zu erläutern. Die erste ist der Begriff der Installation, vom lateinischen Einbau und Einsetzen, und als historisches Beispiel hier der Märzbau von Kurt Schwitters, 1923 bis 1936 entstanden, was hier sozusagen sehr schön sichtbar ist, wie eigentlich das Kunstwerk davon weggeht, dass es auf einer Leinwand in einem Atelier steht, sondern dass es das Atelier selbst, die Leinwand wird, Kunstwerk
und Raum bedingen dich sozusagen, sind überhaupt nicht mehr voneinander getrennt zu sehen. Der nächste Begriff, die Aktion, vom lateinischen Actio, Handlung, Tätigkeit. Hier wird jetzt auch die Distanz zwischen Künstler und Kunstwerk aufgehoben, dadurch, dass der Künstler selber zum Kunstwerk wird durch die Handlung. Als Beispiel hier die Wiener Künstlerin Valerie Export, die in Wien 1968-69 zwei Kunstaktionen provoziert hat. Einmal dem Tap- und Pass-Kino, wo sie im öffentlichen Raum sich diesen Kasten umgeschnallt hat und man konnte durch diesen Kasten, da war ein Tuch davor, ihre Brüste anlangen. Und auf der anderen Seite das Projekt aus der Mappe der Hundigkeit, wo sie einen Mann an einer Hundeleine durch die Straße führt. Also man sieht, sie will hier wirklich provozieren und der Feminismus ist einer ihrer Themen. Genau, und sie macht sich selbst aber zum Teil des Kunstwerks und sie sind sehr direkt beteiligt. Ja, bei Intervention geht es in gewisser Weise auch um Provokation. Der Begriff, ja, wieder aus dem Lateinischen, dazwischenkommen, dazwischentreten, erscheinen, hinzukommen, sich einmischen und was ganz wichtig steht ja weiter hinten, aber stören. Bei der Intervention geht es eigentlich darum, eben die vorhandenen Sichtweisen, so die eingeschliffenen Rituale zu stören erstmal und sich dadurch einzumischen. Das Beispiel, was ich hier zeigen möchte, ist von Josef Beuys, das Projekt 7000 Eichen in Kassel, 1982. Josef Beuys hat das nicht Intervention genannt, den Begriff gab es damals noch nicht, er spricht immer von sozialer Plastik. Es hat aber einen sehr starken Charakter wie eine Intervention, es geht nämlich auch um eine Störung. Er hat hier in diesem Projekt vor das Friedrichianum, also die Ausstellungshalle der Documenta, einen Berg aus Basaltstielen gekippt oder kippen lassen, 7000 Stück an der Zahl, und hat die Regel aufgestellt, dass die nur dann entfernt werden, wenn 7000 Bäume gepflanzt werden in Kassel. Also für jeden Baum, der gepflanzt wurde, hat er eine Stele entfernen lassen und die wurde dann neben den Baum gestellt. Dazu natürlich vielleicht der Hinweis, dass Kassel im Zweiten Weltkrieg sehr zerstört wurde und als moderne Stadt wieder aufgebaut wurde, mit breiten Straßen, mit vielen Straßen und wenig Grün in der Stadt. Das war also auch der Beginn der ökologischen Bewegung in den 80er Jahren, auf die Beuys hier zurückgreift, der Teil davon ist. Und genau, er hat ja eigentlich eine unheimlich provozierende Haltung, die wir uns als Planer ja nie trauen würden. Das ist ja eigentlich fast eine Erpressung der Stadtgesellschaft. Zu sagen, das kommt jetzt erst weg, wenn diese Bäume gepflanzt werden, war aber sehr erfolgreich. Bis zum nächsten Documenta sind alle Stelen verschwunden. Es wurde über Spenden finanziert, diese Baumpflanzungen. Und Johann war dieses Jahr in Kassel und hat dann gesagt, ja, ich habe ganz viele Fotos gemacht, weil die stehen da ja immer noch, das ist ja überall. Also bis heute sehr nachhaltig und sehr ergreifend. Letzter Begriff, den ich ein bisschen erklären möchte, ist Partizipation, und zwar auch aus der Kunstperspektive. Bei Partizipation geht es eben um Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme und Mitwirkung, möchte ich hier nochmal unterstreichen. Es geht also nicht irgendwie um Information und irgendwie auch dabei sein, sondern es geht um das Mitwirken, das nachhaltige Verändern von einer Sache, einem Kunstwerk, einer Stadt. Wie auch immer, als Beispiel dafür das Kunstwerk der Bevölkerung von Hans Hake. Er hat im Jahr 2000 im wiederhergestellten Reichstagsgebäude eine Installation in einem der Innenhöfe gemacht, und zwar ist es eigentlich eine große Pflanzschale, in der der Schriftzug, der ja außen auf dem Gebäude, auf dem Giebel steht, dort steht dem deutschen Volke, er greift den auf, auch in der Typografie und Größe der Buchstaben, nennt ihn aber der Bevölkerung, und der sitzt in der Mitte dieses Pflanzdrucks, und jeder Bundestagsabgeordnete war aufgefordert, als Vertreter der Wähler aus einem Wahlkreis einen Sack Erde mitzubringen und damit auch ein Stück weit der Vegetation
mit der besonderen Bodenbeschaffenheit. Es wurde hineingefüllt in diese Schale und dadurch wuchs die so langsam immer weiter zu mit dem entsprechenden Saatgut, das die Abgeordneten mitgemacht haben. Genau, wir haben drei Thesen formuliert jetzt zu dieser Frage, können künstlerische Arbeitsformen partizipative Planung darstellen, können die Werkzeuge sein, die ich Ihnen vorstellen möchte. Die erste These ist Intervention als Aktivierung. Für einen Großteil der Betroffenen finden etablierte Beteiligungsprozesse im Verborgenen statt. Aufgrund fehlender Zeit, geringem Interesse und der mangelnden Ablesbarkeit im Stadtraum. Eine plakative Intervention hingegen kann der Beginn eines öffentlichen Diskurses zum weiteren Umgang mit einem Ort werden. Ich möchte die These mal an zwei Beispielen erläutern. Erstmal einem nationalen oder internationalen, dann einem aus München. Hier ein Beispiel aus Berlin. Dort gab es einen Beteiligungsprozess, Stadtdebatte Berlin-Mitte hieß der. Es ging eben um den Stadtteil Berlin-Mitte, wie der sich weiterentwickelt. Und gestartet wurde dieser Prozess jetzt nicht mit einem Aufruf oder einer Ankündigung in der Zeitung oder an einer Litfaßsäule, sondern durch eine Reihe von Aktionen, zum Teil wie Demonstrationen daherkamen, zum Teil wie Straßenkünstler, die darauf aufmerksam gemacht haben. Hier mit diesem Demonstrationszug. Veranstaltung wurde es eine Künstlergruppe, Grotesque Maru, nennt die sich, und die Aktion ist in Berliner Luft und hat diese Stadtdebatten 2015 eingeleitet. Jetzt ein Beispiel aus München, was man vergleichen könnte. In diesem Gedanken der Aktivierung sind die Streetlife Festivals, die Green City veranstaltet seit mehreren oder vielen Jahren auf der Ludwigstraße, wo es auch eben in erster Linie um das Leben, um die Aktion geht, zu der eine politische Botschaft kommt. Die zweite These, Intervention als Experiment. Neben erhöhter Sichtbarkeit geht es darum, neue Raumgliederungen, Atmosphären oder Nutzungsweisen durch temporäre Gestaltungen zu erproben. So können oftmals auf Klischees zurückgreifende Gestaltungsideen hinterfragt und ortsspezifische Lösungsvorschläge für die Allgemeinheit erlebbar werden. Ein Beispiel aus Paris hierzu, die Aktionen oder die Interventionen Paris Plage, die jährlich im Sommer stattfinden, also dann, wenn in Paris eigentlich wenig los ist, weil der ganze Berufsverkehr nicht mehr so stark ist, weil die Franzosen, die Pariser am Meer sind. Zu dieser Zeit werden im Zentrum von Paris Teile der Stadtautobahnen gesperrt, die am Seine-Ufer entlang verlaufen und zu einem Strand umgebaut über mehrere Kilometer. Und so eine Idee ausprobiert, diesen Raum anders zu nutzen, ganz einfach dadurch, dass man es einfach mal macht, dass man ein Experiment dazu macht. Ein Beispiel aus München hier ist die Sendlinger Straße, die jetzt als Fußgängerzone umgebaut werden soll, wo es aber im Vorfeld einen einjährigen Versuch dazu gab. Diese Straße wurde einfach mal gesperrt und auch durch verschiedene Aktionen mit Leben befüllt. Hier das Beispiel der Aktion Straßenmalfest, auch von Recity e.V. veranstaltet. Das war eben 2017 in München. Ich habe immer etwas Beispiel genommen, zu denen auch Referenten von uns einen Bezug haben. Hier war es so, Agnes Förster hat mit ihrem Büro, diesen Prozess begleitet. Vielleicht kann sie nachher auch noch mehr dazu erzählen, aber hier schon mal der Hinweis. Und These Nummer 3, Intervention als Katalysator. Städtebauliche Transformationsprozesse benötigen einen langen Atem. Selbst nach einer baulichen Fertigstellung benötigt es Zeit, bis urbane, soziale Stadt- und Grünräume ihre Qualität erreichen und in der Stadtgesellschaft akzeptiert werden. Interventionen können diese Prozesse initiieren, beleben und begleiten. Das könnte der Fall sein bei diesem Projekt aus Rotterdam. Es geht um das Schiedblock-Viertel. Das ist ein
Gewerbe mit Büroimmobilien gleich am Hauptbahnhof von Rotterdam. Und dieses Gebiet sollte umstrukturiert werden. Die Gebäude sind so in die Jahre gekommen etwas und es gab Investoren, die dort ein neues Viertel hochziehen wollten, die aber 2008 zur Finanzkrise etwas ins Stocken geraten sind. Und viele dieser Gebäude standen dann erstmal leer. Und dann hat sich eine Initiative, eine Gruppe dem angenommen, CUS, also Zonsurbans Sensibles, glaube ich, spricht man es aus, haben zunächst mal in einem Gebäude, diesem Schiebblock, angefangen, Räume zwischenzunutzen, die zu mieten vom Investor. Der hat eh nichts Besseres damit vor. Und in diesen Räumen sind dann Kreativlabore entstanden, Werkstätten, die zum Möbelrecycling. Auf dem Dach wurde ein Garten angelegt. Und Stück für Stück ging es aus dem Gebäude raus, erstmal durch Markierungen, die das Ganze offen ankündigen sollten, darauf hinweisen sollten, diese gelben Streifen. Und dann gab es dieses Projekt Luchtsingel. Das ist dieser Steg, der aus diesem Gebäude herausgebaut wurde. Dieses Gebäude wurde wirklich durchbrochen. Und dieser Holzsteg gebaut, finanziert durch Crowdfunding. Und er verbindet zwei Seiten eigentlich, die vorher eben durch diese Straße und die Trambahn ganz getrennt waren. Also dieses Viertel war eigentlich gar nicht zugänglich. Und dieser Steg verbindet es und war so erfolgreich, dass es eine Fortsetzung dann auch davon gab. Und so dieser Umwandlungsprozess eigentlich schon stattgefunden hat, bevor der Investor angefangen hat, richtig als abzureißen und neu zu bauen. Ein Beispiel aus München, das man vergleichen könnte, ist das Werksviertel Mitte. Also die ehemalige Kultfabrik, der ehemalige Kunstpark Ost, das ehemalige Pfannengelände, wo auch ein Investor dieses Gebiet entwickelt, aber versucht, durch die Hereinnahme von Kreativen, dem Ort jetzt schon eine Belebtheit zu geben und natürlich auch ein Image damit zu pflegen und diesen Prozess zu fördern. Das waren unsere drei Thesen, die treiben uns auch schon länger um. Wir fanden jetzt besonders spannend diesen Punkt, dass wir in den letzten Jahren und Monaten, und wenn man Zeitungen liest, kommt es einem fast vor, wöchentlich und täglich, diese Planungsmethoden Einzug finden in Planungsämter, gerade in München, in das Referat für Stadtplanung und Bauordnung, und wollen hierzu ein paar Beispiele vorstellen. Nämlich einmal das Kreativquartier an der Dachauer Straße, wo es auch ja darum geht, das ist eine Konversion von einem ehemaligen Gewerbebetrieb, beziehungsweise die Stadtwerke hatten dort Lager und Hallen. Und die Idee ist, dass es in diesem Bereich immer eine Zwischennutzung gibt, die von Kreativen und Künstlern getragen wird, die dieses Viertel jetzt schon wieder hineinbringen sollen in die stadtöffentliche Wahrnehmung und den Prozess und das Ergebnis auch ein Stück weit beeinflussen sollen. Wir haben Alexander Schneid heute hier, der sein Atelier im Kreativquartier hat, der wird dazu vielleicht auch ein bisschen was erzählen können. Wir haben Kerstin Langer hier. Vom Planungsreferat, die für die kommenden, für die Folgeprojekte, glaube ich, auch ziemlich viel sagen könnte. Und ich möchte hier kurz vorstellen. Einmal das Projekt Freiraum Zeit. Das war eine Veranstaltungsreihe im Jahr 2017, wo es um unterschiedliche Orte ging, die mit unterschiedlichen Mitteln, künstlerischen Mitteln, sage ich jetzt mal, bespielt wurden. Einmal durch Aktionen wie die Freiraumkontraste vom Atelier Latent, bei dem Spaziergänge durch die Viertel gemacht wurden, um auf Orte aufmerksam zu machen und über diese Orte eben auch eine Diskussion anzuregen. Projekte wie die Freiraumschichten, bei denen in Obersendling der ehemalige Siemens-Parkplatz geöffnet wurde, den Sommer über mit kleinen Installationen wie diesem Schwimmbecken oder einem Turm. Dann die Reihe City to Share, ein Mobilitätsprojekt mit verschiedenen Projektpartnern, das Planungsreferat auch dabei. Und hier wurde als Beispiel letztes Jahr und dieses Jahr der Zinetti-Platz temporär umgewidmet von einem Parkplatz zu einem Aufenthaltsort.
Das kennen wir beide sehr gut, weil wir im Auftrag der Stadt diese temporäre Gestaltung machen durften. Und das letzte, vielleicht aktuellste Projekt, weil ich glaube, vorgestern war der Stadtratsbeschluss dazu, dass es definitiv kommt, sind die Summer Streets. Also die auch wieder temporäre Umwidmung von Parkraum in Begegnungsfläche für Anwohner. Es ist so aktuell, dass das Bild hier dazu natürlich noch von 2017 kommt, aber ein Parklet, der sich Freiraumgarten genannt hatte, im Rahmen dieser Freiraumzeit. Genau. Ja, und das waren für uns so viele Anlässe und wir haben jetzt auch gesehen, okay, diese Sachen sind doch alle in München. Dass wir gesagt haben, wir machen das, wir wollen das in einem Studienseminar näher betrachten. Und das wird Johann Christian jetzt vorstellen, wie wir vorgegangen sind. Ja, hallo zusammen. Ich werde ganz kurz vorstellen, was wir mit 11 Studierenden der Landschaftsarchitektur im Master und im Bachelor erarbeitet haben. Man kann es sich wirklich als so ein Gemeinschaftsprojekt, als so ein Workshop-Charakter vorstellen, wie wir da rangegangen sind. Als erstes haben wir festgestellt, dass es so viele Projekte gibt, das haben wir auch jetzt in dem Vortrag von Felix schon gehört, dass wir uns auch speziell auf München fokussieren wollten. Das heißt, wir haben uns sehr genau fokussiert auf München und dann nochmal weiter hinab nicht auf schon durchgeführte Projekte in den letzten Jahren, sondern was auf diesen Zeitpunkt, was passiert genau jetzt? Was ist jetzt im Sommersemester 2019 eigentlich aktuell? Im Stadtgebiet München. Dafür haben wir so ein paar verschiedene Methoden benutzt. Einerseits haben wir zum Auftakt die Studierenden, die hier auch alle eigentlich da sind und die ich auch ganz herzlich begrüßen möchte, dass sie uns Referenzprojekte mitbringen. Einerseits aus dem überregionalen Kontext und andererseits eben aus München. Da war diese Eingrenzung noch nicht auf 2019, sondern es sind auch vergangene Projekte drin. Und an diesen Recherchearbeiten zu den vergangenen und aktuellen Projekten und an begleitender Literatur haben wir uns eigentlich diesem Thema erstmal angenähert. Daraufhin haben wir eine Exkursion durchgeführt. Korrekterweise müsste man sagen, wir haben mehrere Exkursionen gemacht. Wir sind sehr oft dann einfach rausgefahren an die Plätze, wo das passiert, um auch so diesen Charakter kennenzulernen. Hier auf der Theresienwiese, wo wir genau in die Fridays for Future Demo reingekommen sind, weil wir immer ein Seminar am Freitag hatten. Und um so dieses ganze Thema zu präzisieren, zu schärfen, um auch Ableitungen daraus ziehen zu können und wirklich so eine Momentaufnahme von 2019 machen zu können, haben wir dann in den intensiven Diskussionen hier in der Halle 6 im Kreativquartier, wo wir Zuflucht gefunden haben, diskutiert im Plenum und haben dann Kriterien festgelegt, um so eine Art Vergleichbarkeit herzustellen. Diese Kriterien waren einerseits, wie schon genannt, München 2019. Es ging darum, dass alle Projekte temporär sein sollten. Das heißt, sowas wie das Tollwut haben wir eher rausgenommen, weil es schon über viele Jahre zwar temporär ist, aber so etabliert in diesem Stadtprozess, dass es eigentlich gar nichts mehr aktivieren kann. Und weil wir Landschaftsarchitekten sind, haben wir uns auf den öffentlichen Freiraum konzentriert. Wobei wir Freiraum sehr weit jetzt erstmal definiert hatten. Das heißt, öffentlicher Freiraum einerseits die Zugänglichkeit, also ohne oder mit geringen Barrieren für sehr viele Benutzergruppen, die sehr unterschiedlich sein können, aber auch zeitlich. Und auf der anderen Seite eben, dass es wirklich ein Freiraum im Stadtgebiet sein soll. Also jetzt nicht ein reiner Pop-Up-Store oder sowas, der ja vielleicht auch ganz gut da reinpassen würde, sondern der Fokus auf einen Raum für die Nutzer von München. Und der letzte, vielleicht wichtigste Punkt, der konkrete Planungshintergrund. Der konkrete Planungshintergrund war auch so der schwierigste Punkt, wie wir den fassen konnten. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir den aufsplitten, einerseits auf einen zeitlichen Planungshintergrund, auf einen konkreten örtlichen Planungshintergrund, Entschuldigung, und auf den thematischen Planungshintergrund. Wir hatten hier von Green City das Streetlife Festival gesehen, da ist es viel mehr tatsächlich der theoretische, der thematische Hintergrund, als jetzt, dass man die Ludwigstraße konkret umgestaltet.
Das waren besagte Entscheidungen, die wir getroffen haben, um weiterzukommen. Und auf dieser Basis haben wir dann versucht, diese ganzen Projekte, die wir gesammelt hatten, die wir schon angefangen hatten, zusammen zu analysieren, zu gewichten und auch zu entscheiden, welche nehmen wir rein, welche lassen wir raus. Und auf dieser Basis haben wir dann beschlossen, dass zum Beispiel eine klassische Zwischennutzung, wie jetzt das Space in der Alten Akademie, das ja auch groß in der Presse vertreten war, eher rausfällt. Wir haben es trotzdem als Referenz für so Pop-up-Zwischennutzungen mit drin gelassen. Der Giesinger Grünspitz allerdings wäre jetzt so ein Projekt, das mit allen Kriterien da sehr hohe Übereinstimmung hat. Bei den temporären Interventionen hatten wir zum Beispiel, das hatte ich schon erwähnt, Wander-Circus verglichen und mit Tollwut. Wander, das ist so ein mobiles Konstrukt, das immer wieder so Brachen auch aufgreift und deswegen genau diese Thematik einer Aktivierung von unbekannten Orten eben thematisiert. Und der konkrete Planungsbezug. Die Wanderbaumallee von Green City, die immer von Ort zu Ort zieht, bevorzugterweise dorthin, wo die Bewohner es beantragt haben, also tatsächlich konkret was verändern wollen, im Gegensatz zu so einer Fridays for Future Demo, die eher so diesem Gesamtthema aufgreift. Die Ergebnisse haben wir zusammengefasst in einer Homepage, die jetzt gleich vorgestellt wird von unseren Studierenden Fabian und Carina. Die Idee hinter dieser Homepage war tatsächlich, dass wir keine Publikationen lange produzieren, die dann irgendwie rauskommt, wenn das Ganze schon wieder vorbei ist. Wir haben jetzt mit der Homepage tatsächlich auch schon wieder Projekte, die haben wir angefangen zu recherchieren, die sind schon wieder rum. Wir haben welche, die sind noch nicht drin, weil sie gerade erst im Entstehen sind. Aber über diese Homepage haben wir gedacht, schaffen wir vielleicht auch so ein interaktives Tool, das dann möglichst viele Leute erreichen kann oder auch eben die Fachdisziplin und so ein bisschen spielerisch zum Anliegen. So, auch von uns ein Hallo. Wie Johann Christian schon gesagt hat, wollen wir als Vertreter der Studierenden des Seminars Ihnen jetzt kurz die Homepage vorstellen. Wenn Sie sich hier auf der Startseite befinden, bekommen Sie einen kurzen Einblick, wie wir im Seminar gearbeitet haben, was unsere Ziele waren. Genau, das hat aber Johann Christian eigentlich jetzt schon sehr gut ausgeführt. Wenn Sie auf den Reiter Projekte gehen, sehen Sie zum einen eine Karte, in der die Projekte, die aktuell 2019 in München laufen, die wir recherchiert haben, in einer Karte verordnet sind. Und dort sind sie nach Kategorien kategorisiert, je nach Projektcharakter. Es gibt die Kategorien Kunst, Zwischennutzung, Veranstaltung, Aneignung und Planungsprozess. Sie können dann einen Filter aktivieren und auch nur einzelne Kategorien sich anzeigen lassen und direkt über das Symbol zu einem Steckbrief des Projektes gelangen. Oder Sie nutzen die alphabetische Liste der Projekte und gelangen so direkt zum Steckbrief eines Projekts, den Ihnen jetzt Fabian weitergibt. Ja, genau. Gehen wir mal kurz Zeit zurück. Ja, wie er schon gerade eingeleitet hat und Johann Christian schon den Kontext erklärt hat, zeigen wir jetzt mal, nach welchen Kriterien wir eigentlich das Projekt ausgewählt haben und auch, warum wir das dann in die verschiedenen Kategorien einsortiert haben. Das hat sich angedeutet, ich mache das an dem Projekt Wegrüstbau und ein paar Geschweige gehen. Wenn man auf die Seite des Projektes kommt, dann kommen zuallererst ganz oben einige Bilder, die als eine Slideshow sozusagen immer weiter wechseln. Das sind so 4 bis 5 Bilder, die kann man dann auch weiterklicken selber. Und uns Studierenden war es wichtig, neben der Internet- und Quellenrecherche eben auch vor Ort wirklich zu sein. Und diese Orte wirklich selber auch mitzuerleben. Und wir haben diese Orte dann auch immer dokumentiert, fotografisch. In dem Fall waren wir jetzt bei dem Eröffnungsfest des Nussbaumparks. An dem Abend waren wir dort. Und die Bilder sollten eigentlich dafür da sein, um eben die Besucher der Webseite nicht nur mit Fakten sozusagen zu beladen, sondern auch um schon räumliche und vor allem atmosphärische Eindrücke sozusagen weiterzuvermitteln auch. Und das haben wir so gemacht, dass wir schon klar konzipiert haben, wie sollen die Bilder gemacht werden. Also die Bilder sollten verschiedene Bezüge haben.
wie wir jetzt vorher schon gesehen haben, ein Gesamtkontext, die Gesamtsituation sozusagen, dann aber auch kleine Details, die eben wirklich stellvertretend für das Projekt stehen, bis hin zu den Bildern, die dann auch wirklich die Interaktion zwischen Projekt und Nutzer darstellen. Wenn man dann diese Webseite runterscrollt, kommt man sozusagen zu den Textteilen und der Nussbaum packt, dabei der Titel der Nussbaumpark Schmeidige beschreibt eigentlich schon ganz gut das Projekt, denn der Nussbaumpark ist ein sehr alter Park in München, der einen sehr alten Baumbestand hat, der aber in den letzten Jahren immer weiter zu einem Problemort wurde, weil er so, man könnte sagen, aus dem sozialen Stadtatlas der Menschen ein wenig verschwunden ist. Also die Menschen, der Raum hat sich nicht groß verändert, aber die Menschen leben nicht mehr als Freiraum war, den man nutzen sollte oder als Freiraum war, bei dem man sich wohlfühlt. Und in dieser Abwärtsspirale, sozusagen, in der sich der Park befand, sticht das Projekt rein und versucht, diesen Park wiederzubeleben. Diese Kurzbeschreibung, die auf der Website noch viel kürzer ist, als ich sie jetzt gerade gemacht habe, ist dann ganz oben verortet. Ja, eigentlich ganz besonders für die Website-Besucher, die es besonders eilig haben und sich nur die Kurzbeschreibung anschauen wollen. Danach kann man sehen, dass wir es eigentlich in verschiedene Überthemen eingeteilt haben, was uns einfach wahnsinnig geholfen hat, einerseits die Projekte lesbarer zu machen, das heißt auf eine schnelle Art und Weise, dass die Projekte verstanden werden können vom Besucher der Webseite, aber auch, dass sie miteinander verglichen werden können. Denn wir haben jedes Projekt nach genau diesen Themen analysiert und wenn man jetzt irgendein anderes Projekt anschaut, dann sieht man genau die gleiche wiederum. Und natürlich ganz oben, wie es ja eben schon angekündigt wurde, die Hauptfrage, was ist der Interventionstyp? In dem Fall hat der Verfasser entschieden, dass es sowohl eine Installation ist, weil sie natürlich einen Raum schafft, es wird mit räumlichen Elementen gearbeitet und in dem Parkraum wird ein neuer Raum sozusagen erschaffen. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Aktion, weil eben über verschiedene Veranstaltungen, die sich miteinander abwechseln, eben auch die Besucher, gerade weil es eben auch um Hochbeete geht, die Nachbarschaft betreut, um Aktionen geht. In dem Fall wurden deswegen diese zwei Begriffe verwendet. Ja, der Projektcharakter, wie wir es hier eben schon auf der Karte gesehen haben, ist der Planungsprozess und die Veranstaltung. Das sieht man auch draußen noch auf der Karte. Das ist nach Farben geordnet. Und der Planungsprozess bedeutet, dass eben der Nussbaumpark sich, da wird gerade die Frage gestellt, was kann damit passieren, wie kann man ihn wiederbeleben? Und in diesem Kontext des Planungsprozesses ist dieses Projekt entstanden. Darauf werde ich auch gleich nochmal eingehen. Und natürlich ist es auch eine Veranstaltung, die jetzt über diese drei Monate geht. Deswegen wurden auch da diese zwei Begriffe gewählt. Also es war auch nie das Ziel, nur einen Begriff zu nehmen, sondern mit wenigen Begriffen, die wir immer auch als Pool gesammelt haben, dann die Projekte so gut es geht zu beschreiben. Und diese Begriffe sind immer die gleichen. Also wenn man jetzt irgendein anderes Projekt anschaut, findet man die ähnlichen Begriffe, was ja auch wieder zur Lesbarkeit beiträgt. Und genau, die Thematik konzentriert sich ganz stark auf soziale Stadt, natürlich auch grüne Stadt, weil es ein Parkraum ist. Und die soll eben durch die Bespielung aktiviert und aufgewertet werden, dieser Raum. Ich mache jetzt noch ein paar weitere Beispiele. Der zeitliche Aspekt ist ganz interessant, weil es ein saisonales Projekt ist. Das heißt, es geht über drei Sommermonate von Juni bis September auf jeden Fall, vor zwei Wochen bei der Eröffnung. Und es ist wiederkehrend, also es wurde erstmals 2018 gemacht. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit einem anderen Projekt vergleicht, dann kann das Streetlight Festival sein, was nur einen Tag immer einmal im Jahr passiert, oder aber auch andere Projekte, die wirklich schon seit einigen Jahren und das ganze Jahr nutzbar sind. Die Frage nach den Akteurinnen ist eigentlich sehr wichtig, weil es darum geht, wie wird so ein Projekt initiiert, also woher kommt das eigentlich? Und wie wird dann auch so eine Idee umgesetzt? Das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage bei diesen Zwischennutzungsprojekten oder auch bei diesen Projekten, die halt über nur ein paar Monate laufen. Und die Stadt München ist in dem Fall selber die Auftraggeberin. Es ist eine öffentliche städtische Grünfläche, was aber nicht heißt, dass städtische Grünflächen auch manchmal von Privatinitiatoren bespielt werden, dann in Kooperation mit der Stadt München. Da gab es eine Ausschreibung und diese Ausschreibung haben Urban League und Green City sozusagen gemacht und sind jetzt das zweite Mal in Folge eigentlich Veranstalter mit, zusammen in Kooperation mit den weiteren Akteuren und auch wieder den Baureferat der Landeshauptstadt München. Auf der zweiten Seite kommen wir jetzt zu dem Thema, was Chris ja schon angedeutet hat, was uns mit Sicherheit am meisten Kopfzerbrechen und auch am meisten Diskussionen beschert hat, die Frage nach dem Planungskontext. Und
In dieser Frage geht es uns darum, oder ging es uns darum zu hinterfragen, wie weit schlägt ein Projekt sozusagen Brücken? Also stellt es die Frage in ein größeres, oder stellt es sich in dem Zusammenhang eines größeren, in einer größeren Fragestellung, die die Stadt gerade beschäftigt, oder die speziell auf diesen Ort zugeschnitten ist, geht es um ein größeres Überthema? Und räumlich bedeutet das natürlich gleichzeitig, wie sehr nimmt das Projekt Bezug auf den Raum? Also wie sehr arbeitet es mit einem Raum? Es gibt ja auch Installationen, die kann man theoretisch eigentlich überall aufstellen. Dann gibt es halt auch Installationen, die nur an dem Ort funktionieren, weil sie genau auf diesem Ort hin konzipiert wurden. Und der Planungskontext ist eigentlich das einzig bewertete Kriterium, was wir gemacht haben. Da soll man nicht sagen, dass es positiv oder negativ ist, sondern wir haben uns einfach gemacht, hat das Projekt einen Planungskontext oder hat es keinen? Und in dem Fall wurde ein sehr hoher Planungskontext vom Verfasser sozusagen festgestellt. Der thematische Planungskontext ist die Revitalisierung von öffentlichen Grünflächen. Und da ist der thematische Zusammenhang ja eigentlich ganz deutlich. Wir in Städten wie München ist es ein wahnsinniges Thema der Mietpreise, also die steigenden Mietpreise. Darauf erhöht sich der Druck auf den öffentlichen Freiraum, gerade der Druck auf öffentlichen Freiraum, der momentan möglicherweise problematisch ist, ist natürlich wahnsinnig hoch. Und eben durch eine Revitalisierung dieser Grünfläche den Menschen zu zeigen, dass dieser Grünraum wertvoll ist, dass er ein wichtiger Knotenpunkt für die Anwohner und für die Bürger Münchens sind, stellt eben diesen thematischen Planungsbezug ganz klar dar und geht das sozusagen in einen höheren thematischen Maßstab. Und der räumliche Planungsbezug ist ja auch eigentlich sehr deutlich. Ein Nussbaumpark, also die Nutzung durch die Biergärten, die Gastronomie, die zeigt, wie dieser Park ja eigentlich multifunktional genutzt werden kann. Also es zeigt, es ist ein öffentlicher Freiraum, der flexibel genutzt werden kann, der durch die Leute angeeignet werden kann. Und das macht natürlich auch schon eigentlich den Bezug in die Zukunft, dass man sagt, okay, der Nussbaumpark bleibt auch das öffentliche Grün, das heißt, die Menschen können ihn nutzen, wie sie wollen. Der ist wirklich, er stellt viel Raum zur Verfügung für sehr vielfältige Nutzungen. Und deswegen kann man diesen räumlichen Planungsbezug, der wirklich auf den Park zugeschnitten ist, auch da ganz klar erkennen. Und zuletzt kann man auch unten die ähnlichen Projekte sehen, die in diese Kategorie Planungsprozess fallen und einen ähnlichen Charakter somit eigentlich haben. Ja. Neben dem Bereich Projekte gibt es dann auch noch den Bereich Stimme. Dort haben wir Interviews geführt mit einigen der Projektmachern, um nochmal einen tieferen Einblick in die einzelnen Projekte zu bekommen und nicht nur diesen Steckbrief abzuhandeln. Folgende Fragen haben wir den Projektmachern gestellt. Zum einen, welche Rolle spielt für Sie und Ihr Projekt der Ort und seine Nachbarschaft? Und welche Rolle spielt neben der temporären Bespielung eine langfristige Entwicklung des Ortes? Und zwei Fragen, mit denen wir uns hier auch heute stark beschäftigen werden in der darauf folgenden Diskussion, ist Kunst und Zwischennutzung als partizipative Planung. Funktioniert das Ihrer Meinung nach? Und wie gelingt es und wo gibt es Schwierigkeiten? Hier sehen Sie einen QR-Code, der Sie zur Webseite führen wird. Der ist aber auch draußen nochmal aufgeführt und dort haben wir auch die Webseite in analoger Form praktisch nochmal aufgehängt. Und Sie sind herzlich dazu eingeladen, falls Sie der Meinung sind, ein Projekt fehlt noch auf unserer Karte. Sie können es gerne noch ergänzen. Dann hoffen wir, haben Ihnen Lust gemacht, sich durch die Webseite zu klicken und einige der Projekte vielleicht dieses Jahr zu besuchen.